hat's doch die Koordinaten und so. Ja, vom Dorf hier, aber nicht von. Von welchem Bereich bist du, wo, wie bist du hergekommen? Aus welcher Richtung? Ich weiß es nicht, ich habe nur nach einem Dorf gesucht. Puh. Okay, Prof, wo steht bei dir die Sonne gerade? Was? Die Sonne? Die sehe ich gerade nicht. Im Zweifel der Sonne entgegen. Ich reite mal der Sonne entgegen. Was waren eure Koordinaten? 1660 und minus 257. Ich kann sie gerade nicht öffnen. 257, okay, dann bist du in die Richtung. Dann müsst ihr Richtung Süden. Also der Sonne entgegen. Das ist schon richtig, oder? Die Sonne geht im Westen auf, unter. Guck aufs F3-Menü. Die Sonne geht im Westen unter. Oder, ja. Oder im Osten. Die Sonne ist in Minecraft nicht unbedingt der beste Orientierungspunkt. Jedenfalls, wenn sie am Himmel steht gerade. Guck, drück mal die F3-Taste und lauf Richtung 200. 65, 112. Du musst ja nur nach Süden laufen. Ja. Da steht C. Ja, wie sieht man das dann? Also welches davon ist denn jetzt das Richtige? XYZ steht da eine Einstellung, wenn du F3 XYZ drückst. XYZ. Hm. Da sind drei Zahlen mit Schrägstrichen voneinander getrennt. Übersichtlich ist was anderes. Ah, XYZ. Okay, jetzt bin ich bei... Ob, wenn man weiß, was ist, dann ist das schon übersichtlich. Die letzte Zahl, also Z ist jetzt minus 237. Ja. Also welche Zahl muss jetzt wohin rennen, oder? Du musst zu 265, 141. Also Z muss 265 sein, oder was? Oder ich porte euch einfach wieder. Komm dann mein Pferd auch bitte mit. Ich fahre meine Kartoffeln. Na dann hole ich nur Zwerge wieder zurück. Jo. Au. Au. Mein Pferd ist nicht mitgekommen. Du Arsch. Du hast mein Pferd nicht mitgeportet. Das geht auch nicht. Nein. Kann keine Entities ohne Namen teleportieren. Kannst mich wieder zum Pferd bringen? Ich will mein Pferd mitnehmen. Das war eine blöde Idee. Und dein Haus sieht gut aus. Dein Haus ist sehr gewachsen. Bergenfürst und zurück zum Mordev. Juhu. Dann musst du doch reiten. Joa. Mhm. Jetzt muss mein Pferd erstmal suchen. Wie viel Holz habe ich jetzt eigentlich? Hoffentlich genug. Wo habe ich das Pferd gelassen? Ah, stimmt ja, ich wollte die Holzfarm wieder aufbauen. Ja. Da ist ein gesatteltes Pferd, das sieht gut aus. Ich baue mir hier vielleicht ein zweites Haus hin. Okay, Sprintknopf. Funktioniert bei mir nicht mehr. Bei vier Emeralds. Der Weg bis zum neuen Schwert ist nicht mehr weit. Nur noch 14. Okay, in welche Richtung muss ich jetzt reiten? Süden. Süden. Ich habe keinen Kompass mit. Dann solltest du mal einen Kompass bauen. Wo ist Süden? Ich habe hier ein Sumpfgebiet, das sieht doch richtig aus, oder? Und da ist eine Wüste. Das könnte richtig sein, oder? Hier füllen. Hau. Das sieht richtig aus. Mann, die hat auch von der Wüste erzählt.
Gut, dass ich meinen Weg die ganze Zeit beschrieben habe. Gut, dass Pferde auch schwimmen können. Können sie nicht. Doch. Doch, können sie. Meinst nicht. Doch, Leertaste. Oh Mann. Unfähiges Pferd. Es ab durch die Wüste. Kann man nicht irgendwie aus einem Pferd auch ein Skelettpferd machen oder sowas? Skelettpferde spawnen halt ab und zu und die kannst du dir dann holen, aber sonst. Oh, war das nicht irgendwie auch was mit dem Blitzschlag oder so? Ich weiß es nicht. Ich mache aber mein Pferd so, dass Blitz einschlägt, wenn du einem normalen Skelettpferd zu nahe kommst, weil und dann spawnst halt die vier apokalyptischen Reiter. Ja, stimmt. Ich mache aber mein Pferd, mein schwarzes Pferd. Ja, das war's. 2, 3, 4, 5. Mach dir ein eigenes Skelettpferd. Einfach das Pferd schälen, dann geht das schon. Ich habe eine Schere mit dabei. Ich habe eine Schere mit dabei. Ich kann mein Pferd scheren. Nicht scheren, schälen. Ich habe ein Schwert dabei. Damit geht das mir vielleicht auch. Ja, hau mal ein paar Mal rein. Wenn es umfällt, dann ist es fertig. Ja. Nun, so. So, jetzt habe ich einen großen Ozean. Das ging doch nach dem, was Moni beschrieben hat. Jo. Jetzt muss das Pferd schwimmen lernen. Okay, das geht scheinbar noch nicht so ganz so gut. Mein Pferd ertrinkt. Du musst mich dann irgendwann drum kümmern, mir ein paar Schafe zu organisieren. Auch Schafe hätte ich hier mehr als genug. Ja, aber die hierher zu kriegen ist scheiße. Ja, ich weiß. Also ich meine, du könntest die... Nicht ertrinken, Pferd. Nicht ertrinken, Pferd. Wie schwimmt man denn mit einem Pferd? Das ist jetzt hier wirklich... Der Leertaste. Ja, ich versuch's doch. Nein, Pferde können nicht schwimmen. Das geht nicht wirklich. Beziehungsweise, sie schmeißen dich halt ab und schwimmen alleine. Ich sehe es. Ja, brauchst du wohl eine Leine. Ich habe mich ja. Dabei? Ja. Dann leih dein Pferd an und schwimm. Oder pack's in ein Boot. Das habe ich auch mit dabei. Ja, den packen doch in ein Boot, oder? Na komm mit, Pferd. Ja. Zeit, das Ganze groß zu machen. Bei mir gibt es übrigens immer noch sehr interessanten Content zu sehen. Ich stehe hier und warte, bis Kartoffeln fertig sind. Mhm. Ich führe gerade ein Pferd durch die Wildnis. Und ich mache einen Boden in meiner zweiten Etage zu. Da sind wir ja alle etwa auf dem gleichen Stand. Wenn ich das Pferd in... Ja, Profs Haus sieht schon super aus. Das habe ich schon gesehen. Ja, den Baustil habe ich schon einem Freund übernommen. Wenn ich das Pferd ins Boot packe, muss dann daneben her schwimmen, oder? Damit wenigstens dieser Baustil weiterlebt. Ich habe kein Boot mit. Wenn es schon der Freund nicht tut. Dein Freund ist tot? Jupp. Mein Beileid. Ja, ist jetzt auch schon länger her, also. Ist mit 21 gestorben. Oh. Zu jung zum Sterben. Ja. Der Vollidiot ist an einer fucking Erkältung verreckt. Oh. Wow. Nicht geimpft oder was? Gegen Erkältung impfst du nicht, aber das Problem bei ihm war, der Vollidiot hat sein fucking Muskeltraining nicht aufgehört während der Erkältung. Herzmuskelentzündung, tot. Ja. Oh, das ist natürlich sau dumm. Man spricht ja nicht schlecht über Tote, aber ja. Er wollte halt riskieren und ist es schief gegangen. Tja. Ja, was will man machen? Okay, wo bin ich denn jetzt hingeraten? Bin ich irgendwo oben auf dem Berg? Das kann ja nicht gut enden. Oben auf der Bergespitze bin ich. Wo ist der Farmer hin? Da unten.
Da kommen wir nicht mehr heil runter, Pferd. Oh, das wird nichts. Der hier mit Weizen. Ah. Da kommen wir beide nicht mehr heil runter. Da ist der, den ich will. Na doch, wir sind heil runtergekommen. Oh, ich habe eine Stufe 2 Farmer. Cool. Ups. Ich hatte die Hoffnung, dass das vielleicht dieses unser, dass unser Gebirge ist, aber tja. Und was erkennst du? Scheinbar nicht unser Gebirge. Kommst du mit, Pferd? Ich sollte mal wieder was essen. Habe ich was im Inventar? Ich habe mal rohen Kabel hier mit. Reicht. Mein Pferd muss auch was essen, oder? Nein. Nö. Logik. Es ist Minecraft. Die Welt besteht aus Blöcken. Und du fragst nach Logik. So, rohes Fleisch habe ich hier noch. Ich werde davon aber nicht satt. Irgendwie nicht. Also ich hätte eine giftige Kartoffel anzubieten. Zwei sogar mittlerweile. Wow. Ich habe ein bisschen Weizen. Die kriegst du aber nicht an die normalen Villager vertickt. Vielleicht eine Hexe, Weizen. Aber sonst auch nicht. Oh, das Pferd isst Weizen, sehr schön. Ja, damit kannst du das Pferd dazu bringen, sich zu paaren. Sehr schön, jetzt paart sich's mit mir. Ja, hoffentlich nicht. Würd's ich will nicht wissen, was da rauskäme. Ein ganz kleines Pferd. Ein Zwergpferd. Ein Zwergpony. Ja. Wahrscheinlich. Betroffenes Schweigen. Geschicht. So, ich bin jetzt hier auf einem merkwürdigen Gebirge. Mit Lamas. Scheinbar nicht unser Gebirge. Ja, ich baue mir hier jetzt ein zweites Haus hin. Also ich bin jetzt... Au. Okay, ich bin jetzt XYZ 718.901 114.008 irgendwas. Ich glaube, das zählt nicht. Und minus 380. Prof, ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Also Z ist 300, minus 380. Ja, und die anderen drei zwei Zahlen? 114.850000 und 718. Bist du eigentlich schon recht nah dran? Wie gesagt, 200, 60, 150. Also. Da muss sich jetzt in Richtung bewegen, dass die letzte, dass die Z-Koordinate wieder größer wird, also aus dem Minusbereich wieder rauskommt. Die Z muss. Ist jetzt minus 380. Ja, dann musst du in die andere Richtung. Ah, geht in die Richtung. Aber 719 und 114 ist schon richtig, oder? 719 musst du auch noch kleiner machen. Also nicht. Die wird immer nur größer, größer, größer. Dann musst du in die andere Richtung fahren. Dreh dich um. 740. 130 in die Richtung. Ah, das scheint richtig zu sein, aber... Oh, das scheint die richtige Richtung zu sein. Genau in die Richtung. Okay. Gerade in die Richtung. Aua. Muss das nur überleben, hier runterzukommen. Ich habe hier jetzt so eine Art von Haus gebaut.
ist nur den Berghang runter. Ohne dass das Pferd stirbt. Denkt nach dem Plan. Das ist unschön. Da unten ist Lava. Das ist praktisch. Na komm, Pferd nicht sterben. Sterben schadet der Gesundheit. Ich glaube, in die Richtung sollten wir. Oh, ist ein gefährlicher. Uha! 64 Kartoffeln! Gefährlich hier. Nicht der entspannteste Weg. Und es wird Nacht. Ich habe eine Hammerherde. Wenn ich noch richtig liege im Kurs, dann bin ich jetzt geradezu. Muss nur gucken, dass ich hier runterkomme irgendwie. Ohne zu sterben. Ach, das ist alles Wasser oder was? Ist ja genial. Ja, alles, genau, was blau ist, ist Wasser. Na, es war eher braun. Das ist sumpfig. Ach, sumpfig. Hey. Sumpfig braun. Ja, das haben Sümpfe an sich, dass sie sumpfig aussehen. So, was mein Leine? Wait, no. Ich habe meine Leine verloren. Das ist nicht gut. Ist dein Pferd noch da? Ja. Ich hab ja einen Sattel. Ich kann damit nicht durch Wasser schwimmen. Das wird mich abwerfen. Damit komme ich nicht weit. Oh cool, ich bin hier auf meinem Feld sogar vor Zombies sicher. Ich sehe mit einem Stock. Ein, ich baue weiter an. Die Sonne wird den Rest erledigen. Andererseits, ich kann sie auch mit der Kartoffel schlagen. Ist doch hier hoffnungslos. Oh, da fällt mir eigentlich jetzt vielleicht nicht alle Dorfkommunikatoren aufmachen sollen. Abbauen sollen. Ich habe kein Boot, ich habe kein. Wie sollen wir hier jemals wieder rauskommen? Ich weiß es nicht. Das Pferd ertrinkt. Oder stirbt irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ah, Magma-Blöcke, wenn ich raten müsste. Na komm. Ist doch hoffentlich noch in die richtige Richtung. Ey, Glück. Der Zombie wurde erfolgreich mit der Kartoffel getötet. Kannst du mal wieder Tag werden lassen, Prof? Na gut. Sehr schön. So, ich hoffe, der Farmer hat überlebt. Sonst wäre es sehr schlecht. Ich hoffe, der Schmied hat überlebt. Okay, ich bin jetzt auf einer Lichtung. Ja, sogar noch. Moment. So, wo bin ich jetzt? Die Werte? Bin jetzt minus 343 bei Z. Das ist schlecht. Ah, dann bist du wieder in die falsche Richtung. Genau in die Richtung muss ich. Und bei X musste was draus werden? 255. Also irgendwo in die Richtung hier. Das steigt an. Genau dort lang. Ich bin übrigens bei 8 Emeralds jetzt. Das ist doch schon mal etwas. Ja, ich brauche hier nur 13. Oder? 18 brauche ich, verdammt. Genau da lang muss lang. Müssen wir nochmal übers Wasser kommen.
Irgendwann kommen wir ein Pferd. Es wird was mit uns. Wenn du mal nicht ertrinkst. Ich baue da mal in der Zwischenzeit ein paar Kisten hier in mein provisorisches Haus. Wenn ich richtig geguckt habe, ist das in diese Richtung. So. Die hier brauche ich jetzt gerade nicht, die hier nicht. Wenn du einen Zwergen mit Pferd siehst, dann schreit aus, Prof. Dann weiß ich, dass ich in der richtigen Richtung bin. Also so wie es momentan aussieht, sehe ich dich eher, aber... Bisher sehe ich dich nicht. Mal gucken, ob ich dich schon in meinem Haus oben sehe. Ich müsste ja schon in der richtigen Richtung sein. Hier das ganze Zeug rein. Das Au. Brauche ich auch nicht. Die drei brauche ich auch nicht. Die brauche ich auch nicht. So. Gut. Delfine. Oh, das sieht gut aus. Das kommt mir bekannt vor. Ist das nicht unser verrücktes Gebirge? Ich sehe Häuser. Ich sehe dich. Ich bin da. Wuhu! Gute Arbeit. Und ich bin weiter Kartoffelfarmer. Bist du jetzt? Bin angekommen. Na dann. Bin bei deinem Haus. Ja, das sehe ich schon. Oh, weiter rechts. So. Hier. Ist der andere. Siehst nicht das große Pferd hier im Dorf? Ach, da! Jetzt brauche ich noch eine Leine, um das Pferd anzuleihen. Und einen Pfosten. Was du hier geschafft hast, während wir weg waren, das ist beeindruckend. Ich habe auch den Großteil der Folge damit verbracht, zu farmen. Ich habe mir ein Pferd und einen Lama geholt, immerhin. Immerhin hast du was geschafft. Ich baue Kartoffeln an. Das ist mein Fortschritt dieses Mal. So, ich stecke jetzt mal ab, nicht abhauen. Und ich hab einen Berg in eine Wiese verwandelt. Hauen Pferde ab, wenn man sie nicht einmeldet, oder? Die laufen halt einfach gemütlich in der Gegend rum und gucken sich die Gegend an. Okay, ja. Das soll das ja machen. Also fährst du nicht wieder abhaut. Also es rennt nicht davon, aber es läuft gemütlich davon. Okay, dann soll also es kann sein, dass es einfach irgendwo hin marschiert und du es nicht mehr findest. Ja, nicht das erste Mal, dass das jemandem passiert. Also entweder anleihen oder einzäunen. Ich habe keinen Zaun. Okay, dann machen wir mal irgendwie erstmal irgendwas. Was haben wir denn anzubieten? Teppich, hey. So, nur einfach mal ein bisschen Dirt. Einfach mal das Steinschwert wegwerfen. Das Eisenschwert. Ich baue jetzt einen Käfig aus Stein. Ich höre einen Zombie. Ist nicht schön. Nicht abhauen. Nicht geblieben. So, Stein. Nicht noch andere Kisten hier. Mach ich mir einfach noch mal welche. Es wird hier, glaube ich, nichts mehr. So. Das hier. Da noch ein. Warte, habe ich jetzt einen zu viel? 1, 2, 3. Oh ja, habe ich. Jetzt kann hier immer noch was marschieren. Spitzhacke. Oh, die Playlist hat wieder aufgehört. Hey. Ja, hey. Ich hör's. Und Werbung! Ich bin gerade beschäftigt. Ich kann gerade nicht. Ich hab grad Silbernen Stein, genau. Wenn ich das kenne, kommt das ja trotzdem raus. Jetzt bleibst du hier erstmal drin.
Also das müsste doch jetzt Pferde entkommen safe sein, oder? Hoffen, was meinst du? Warte, ich guck mal über meine Wand. Video angehalten. Ah, ja, das. Der kleine Klumpen da, in der Klumpen neben dem Haus. Ja. Solange es zwei hoch ist, sollte das passen. Ja, es ist. Ich mach mal immer noch eins höher. Wenn dein Pferd nicht sehr hoch springt, kannst du halt nicht raus. Keine Sorge. Bis ich meine Leine gefunden habe. Und einen Zaun. Geht doch an den Zaun, oder? Ja. Kann ich doch an den Zaun festmachen. Tut mir leid, Pferd. Wollte ich jetzt hier nicht so ins Gefängnis werfen, aber hast du nichts verbrochen. Ich hole gleich einen Zaun. Und eine Leine. Da brauche ich wieder Spinnenfaden, oder? Jo. So. Das Grundlayout wäre drin für das Gebäude. So. Es wird. Drauf sein, es ist immer noch das prachtvollste hier im Dorf. Ja. Wenn ich baue, dann eskaliere ich. Nicht nur dann. Nicht nur, wenn du baust. So, okay. Schleim haben wir, glaube ich. Oh, ich habe noch Äpfel. Na, dann Schleim habe ich genug. Dann wollen wir es jetzt Spinnen töten gehen. Ich gehe mal wieder auf Spinnenjagd. Hoff, kannst du mal wieder ein paar Spinnen spawnen? Das hat beim ersten Mal so gut geklappt. Wow. Wir 5 Spinnen bei mir. Nicht im Haus vielleicht, aber. Obwohl. Ich bin gerade unterirdisch. Bis ich hier Spinnen finde. Ich finde hier nur Zombies. Oder hast du Faden, hast du Spinnenseil, was du mir geben kannst? Nee. Au. Neues Rezept freigeschaltet. Und wenn es Nacht wird, dann kommen die Spinnen ja auch von selbst eigentlich. Wuhu. Eisen. Eisen, probier Eisen. In solche Höhlen reinzuklettern ist immer ziemlich leicht. Da wieder rauszukommen, so eine andere Sache. So sehr, ja. Spinnen. Schwarzpulver. Was flüsterst du da? Du darfst nicht flüstern, das kommt nicht bei mir an. Irgendwas mit Spinnen, hast du gesagt? Eigentlich nicht, nee. Ist das Pferd noch hier? Ja. Oh, Spinne. Komm zu Daddy. Toll, ein Faden. Ich hab mein hausartiges Gebäude übrigens auch fertig hier. Hausartiges Gebäude? Modi baut sich woanders ein Leben auf. Ich hab halt alle Reste, die ich im Inventar habe, irgendwie verbaut. Und es hat ein Dach, also. Während wir hier noch am Spawnpoint bauen, ist Modi schon woanders. Wie viel baue ich? Ich bin immer noch in dem Scheißdorf und paar Kartoffeln. Jeder, wie er Spaß hat.
Ja, das ist wahr. Aber immerhin, ich habe schon 9 Emeralds von 18. Ich habe die Hälfte geschafft. Drei Fahnen brauche ich noch. Die Musik ist gerade cool. Ich habe Spotify im Hintergrund laufen. Geht natürlich auch immer. Spinnen. Ich bräuchte noch 3 Spinnen. Das eine.